Und wieder einer weg. Da denken sie wirklich, das Spiel ist einfach, aber nee. Das geht bloß, wenn man sich wirklich so extrem gut darum bemüht hat, im Schleichen zu sein. Okay, ich bin jetzt auch nicht so der Pro-Schleicher, aber... Ah, boah, knapp. Hätte der sich gedreht, hätte ich den Moment jetzt verpasst. Und noch weiter hoch geht es hier leider nicht, weil das hier bloß so ein Lastenaufzug ist. Schade. Aber hier geht es anscheinend richtig hoch. Aber es ist gemeint, dass LaCroix einfach so die Leute beherrschen kann. Aber das funktioniert bei mir nicht. Ja, ne. Weil beherrschen ist dieser typische Skill von... Moment mal. Okay, also gehen wir in die 7. Ja, nochmal. Beherrschen ist dieser typische Skill von Tremere. Warte? Nee, ich bin Tremere. Ventru heißen die, genau. Das sind die Führungspersönlichkeiten. Wollte ich ja auch erst einen spielen, aber hab's dann gelassen. Ach du Scheiße, nein, ich kenne so. Ich kenne sowas. Das ist doch so eine unendliche Treppe, oder? So, machen wir mal erstmal hier die ganzen Lichter aus, weil die stören ein wenig. Oh, kann ich nicht. Aber nur ein paar, gut. Wieso kann ich ein... Moment mal. Ah, das ist Dimm-Schaltung. Sehr schön. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Tower, wie auch immer. Dieses Marmorzeug. Es muss ja auch nicht zwingend Marmor sein. Es muss halt nur irgendwie... ja, es darf halt nicht... nicht knirschen, wie als wäre es Holz, weil das ist so dich nervend. Es darf aber auch nicht zu sehr plastisch wirken. Also, wie als hättest du hier so billig Pappe oder so Plastik rangehauen. Das ganze Ding wackelt. Wieso wackelt das ganze Ding? Ich habe ein sehr schlimmes Gefühl bei der ganzen Sache. Es ist 100 Pro wieder bei 8. 9 diesmal. Oho. Okay, dann, Moment, das Ding. Abzug von minus 1 auf Geschick. Abzug von 1 auf Geschick. Okay, ausrüsten. Theoretisch dürfte ich das jetzt hinbekommen, weil ich habe ja... Ah, genial. 4 Punkte. Hier ist das cool, okay. Aber da werden wir uns gleich mal wieder anständig... bekleiden, damit das Ganze wieder funktioniert. Und jetzt sind wir vor allen Dingen in den schönen Hallen. Die will man jetzt wenigstens kaputt machen. Aber wieso... Nein, Präsenz. Ach du Scheiße. Deshalb... das. Bebt die ganze Zeit wegen Präsenz, ey. Ich denke mir schon sonst was, aber... Jetzt. Präsenz ist ja der übelste Imba-Skill. Das ist wie bei Bleach, dieses... Reihe zu, wenn das auf einem extremst hohen Level ist und die Gegner um einen einfach nur sterben. Menschen sind gemeine Schweine. Präsenz macht ihn noch wahnsinnig. Aber den Skill hätte ich auch schon krass benutzen können. Wäre ich denn einer von denen? Einer von denen jenen. Okay. Oh. Shit. Okay, das sieht mir ziemlich nach einem Konferenzsaal aus. Konferenz wollen wir ja natürlich nicht stören. Okay. Aha. Normale Leute. Das sind also diese Agent Smiths. Lauf nicht einfach so. Aber ja klar, war ja klar. Oh, und da ist er weg. Das wäre schon krass gewesen, weil wenn ich so ein Ventru gewesen wäre, würde ich genauso aussehen wie der. Ach, geh jetzt weg, Mann! Ja, dann geh hoch!
So. Aber das Krasse ist, die haben wirklich so einen Mantel und der Mantel ist jetzt so hammergeil aus. Ist schon wirklich cool. Ja, manche haben wirklich extremst krasse Outfits im Verhältnis zu anderen. Oh scheiße, ist das hier dunkel. Sieht man ja noch nicht mal der eigene Hand vor. Okay, ja, hier ist dieser Gang, den ich entlang gelaufen bin. Hier geht's auch weiter. Munition! Okay, hier ist für die Glock. Was ist das eigentlich? NATO, Kaliber, bla und so weiter. Gut, brauche ich nicht. Hier ist niemand, es sei denn, die sind unsichtbar. Was extremst Cheat wäre. Habe ich eigentlich, ich habe F4 gedrückt, F5 zum Beispiel. Habe ich eigentlich, wie gesagt, auch noch nicht gesehen, dass die Gegner allgemein unsichtbar waren, außer von Gary. Aber sonst wirklich nicht. Das sieht so, dieses Outfit ist total cool. Ein bisschen Matrix-mäßig, hat schon was. Okay, Licht. Mach's Licht an. Okay. Aktivieren. Ah, super. Damit man mal ein bisschen was sehen kann hier. Scheiße, wieso bin ich immer noch bei 100? Ist hier jemand, der mich sehen könnte? Nö. Ich habe so ein ganz dummes Gefühl. Ich mach's mal lieber wieder aus. Licht deaktivieren. Hoho, jetzt ist aber übelst dunkel gleich. Naja, fast. Fast. Aha, okay. Also bin ich jetzt mal schön im Kreis gelaufen. Geht's denn bitte hier lang? 5 erstmal wieder. Na komm. Es wäre eigentlich richtig schön gewesen, hätte ich als Gangrel gespielt. Weil da hätte ich wenigstens ein bisschen öfter die Fähigkeiten benutzt als jetzt. Jetzt benutze ich die eigentlich nicht mehr relativ selten, was echt schade ist. Fuck ey. Ey, das ist arschdunkel. Soll man hier bitte was sehen? Okay. Hier scheint es ein. Hier war das, glaube ich, mit dem. Nee, immer noch nicht. Ah, hier. Nu aber. Diesmal in etwas dunkleren Gefilden, aber es ist ja wurscht. Was hatten die eigentlich, die Venture? Die hatten. Ach, Seelenstärke hatten die. Das hält auch nochmal diese. Defensivfähigkeiten. Aber ist jetzt auch nichts zwingend Besseres oder so. Ist halt nur für einen direkten Kampf. Oder dafür gut, damit man länger stehen bleibt. Fuck, ey, wie mache ich denn die jetzt am besten tot? Ja, ja, genau, so mache ich das. Ja, genau, someone there. Ist das someone, der... Ist jetzt nicht wahr, oder? So kann ich denen einfach rumnieten. Jetzt! Endlich! Das packt anscheinend ab und zu mal ein bisschen. Aber ist egal, es funktioniert. Und das soll es ja auch. Und nach oben. Yeah! Haben es wieder geschafft. Ist es rumgeschleiche? So was Geiles. Okay, bevor es hier wieder weitergeht, machen wir jetzt erstmal wieder Pause. Die obligatorische. Und dann geht es auch gleich wieder weiter. Hier, scheiße, jetzt habe ich auf Schnellspeichern geklickt, Moment. Okay. Und irgendwie aller bla 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 bla. Ich glaube 8-mal speichern und dann speichere ich richtig. Circa. Manchmal ist es so ein bisschen anders, aber egal. Also dann, bis dann und ciao, ciao.